8 Uhr morgens. Ladenöffnung auf der Hülserstraße 20 in Kempen. Fleisch und Wurst liegen in der Theke bereit. Diese Ansicht kennen die Kunden der Metzgerei Thören. Doch welche Arbeit steckt hinter den ausgezeichneten Produkten? Wir möchten Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen Ihrer bekannten Fleischtheke der Metzgerei Thören geben, Ihnen die Familiengeschichte und Auszeichnungen des Traditionsbetriebs näherbringen, um Ihnen das Gefühl zu vermitteln, welches die Familie Thören hat, wenn Sie Ihre Berufung mit Leidenschaft ausüben. Ein ganzes Jahrhundert ist es her, seit Hubert Thören zum ersten Mal seine selbstgemachte Wurst in die Theke legte. Mit seiner Frau Anna gründete er am 1. November 1900 die Metzgerei, die bis zum heutigen Tage seinen Familiennamen trägt. An der Kirchstraße 5 in Kempen empfing der junge Geschäftsmann seinen ersten Kunden. Mit nur 48 Jahren verstarb der Gründer des Familienunternehmens. Die große Hoffnung war Sohn Wilhelm. Mit knapp 24 Jahren erfüllte er sich seinen Traum. Der junge Metzgermeister eröffnete an der Hülserstraße 20, dort wo auch heute noch neugierige Kundenblicke in die Wursttheke fallen, die Metzgerei Thören. Mit seiner Frau Gertrud führte er 30 Jahre lang den Laden. Im Januar 1955 übernahm Walter Thören mit seiner Frau Marianne die beliebte Fleischerei. Das Ehepaar war über 60 Jahre tatkräftig im Unternehmen, auch noch nachdem ihr Sohn die Leitung des Betriebs übernahm. Mein Name ist Wilhelm Thören, ich bin 63 Jahre alt und führe in 40 Generationen den elterlichen Betrieb. Ich bin am 1. April 1971 mit 14 Jahren
bei meinem Vater in die Lehre gekommen, aber 3 Jahre später als damals Innungsbester die Gesellenprüfung abgelegt. Weitere 3 Jahre später habe ich in Frankfurt als damals jüngster Fleischermeister Deutschlands mit 20 Jahren die Meisterprüfung abgelegt. Seit 1989 führt Wilhelm Thören mit seiner Frau Carola, geboren Weber, die Familienmetzgerei. Zu den alten, überlieferten Rezepten liegt es Wilhelm am Herzen, immer wieder neue, kreative Leckereien aus Fleisch und Wurst zu entwickeln. Ich bin hier beim Jörg Müller als Hobbykoch ausgebildet worden. Dadurch habe ich auch von der anderen Seite einen Haufen Inspirationen bekommen. Somit habe ich die eine oder andere Wurstsorte entwickelt und noch immer Spaß daran gehabt, neue Sachen zu entwickeln. Was allerdings auch genetisch bedingt ist, hat mein Vater und mein Großvater schon gemacht. Aber letztendlich sind es alles Rezepte, die aus unserer Familie stammen und nirgendwo aufgeschrieben stehen, sondern die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Zusätzlich zu den überlieferten Rezepten ist es Teil der Philosophie, neue Produkte zu kreieren. Damals arbeiteten Vater und Sohn an einem Schinken. Die Inspirationsquelle ist eine ganz besondere. Doch wie kam es dazu? Der Vaterschinken ist entstanden, indem meine Schwester nach Italien gezogen ist. Mein Vater meine Schwester in Italien besucht hat. Dann ist sie mit ihnen in ein Dorf gefahren, in dem nur Schinken hergestellt werden. Dann gibt es so kleine Kneipen, würden wir sie hier am Niederrhein nennen. Dort heißen die Tavernen. Da steht der Chef vorne an seiner schönen großen roten Dackelaufschnittmaschine und schneidet den Schinken. Das ist die einzige Aufgabe, die er hat. Dann gibt es ein ordentliches, solides Glas Wein dazu. Dann haben die zwei da Schinken probiert und Wein getrunken. War wohl für beide ein sehr amüsanter Nachmittag. 2 Jahre später habe ich meine Schwester dann besucht. Als ich dann wieder zu Hause war, habe ich natürlich mit meinem Vater darüber gesprochen. Wir haben uns über den Schinken und den Wein unterhalten. Und dann meinte mein Vater zu mir, so einen Schinken müssten wir auch mal machen. Dann haben wir das beschlossen und über Jahre daran rum experimentiert. Und das ist hier am Niederrhein mit den hohen Luftfeuchtigkeiten deutlich schwieriger als in Italien. Und als wir ihn dann nach Jahren so weit hatten, dass er verkaufsfähig und lecker war, ist mein Vater leider verstorben. Und darum habe ich ihn Vaterschinken genannt. Die Familie Thören ist stolz und glücklich, dass ihr Betrieb beständig seit 2001 zu den besten 400 Metzgereien Deutschlands gehört. Die Zeitschrift Der Feinschmecker zeichnet alle 3 Jahre die besten Metzgereien der Bundesrepublik aus. Das bedeutet, dass die Kempener Fleischerei 7-mal in Folge zu den besten 3% der Branche gehört. Das monatlich erscheinende Magazin beschäftigt sich mit Fragen zur feinen Küche und gilt als Ratgeber der kulinarischen Genüsse. Besonders die eigene Zucht der Fleischrasse Blanc d'Aquitaine und die Herstellung mit reinen Naturgewürzen wird hervorgehoben, woraus auch Besonderheiten resultieren. Wir arbeiten ausschließlich mit Naturgewürzen, arbeiten sehr eng mit den Gewürzfirmen zusammen, wissen ganz genau, aus welchen Ländern die einzelnen Gewürze herkommen, wie sie verarbeitet wurden, unter welchen Bedingungen sie gewachsen sind, dass man mehr geregnet hat, mal mehr Sonne da war, viel Trockenheit da war. Damit können die einzelnen Wurstsorten in Nuancen auch immer etwas anders schmecken. Neben der Fleischerei betreiben Wilhelm und Carola Thören einen Großhandel, der Supermärkte, Gastronomiebetriebe, Altenheime und Krankenhäuser mit Wurstwaren beliefert. Wie sieht in einem Betrieb, der so facettenreich ist, eine Arbeitswoche aus? Unsere Woche beginnt unüblicherweise freitags, weil wir freitags schlachten. Hier im Betrieb auf der Hülserstraße. Dann lassen wir die Schweine 3 Tage abhängen und montags morgens werden sie zerlegt und zugeschnitten und für die einzelnen Wurstsorten sortiert, die Fleischstücke. Dienstags machen wir dann Rohwurst, Mittwochs Brühwurst und Donnerstags Kochwurst und Freitags schlachten wir wieder. Seit 25 Jahren stammen die verarbeiteten Tiere aus der eigenen Rinderzucht. Doch wie entsteht zusätzlich zu einer Metzgerei ein landwirtschaftlicher Betrieb? Ja, die Entstehung des Wetterhofes ist dadurch gekommen, dass mein Vater immer schon Kleintierzüchter war. Er hat immer Hühner und Kaninchen gezüchtet. Er war 1968 Europameister in Wales mit englischen Schinken. Und irgendwann wollte er auch mal größere Tiere züchten.
Dann haben wir damals 2014 in Bonn drei Fersen und einen Bullen gekauft und hatten die in Herrungen in Pension stehen. Und als sich die Herde langsam entwickelte, entwickelte sich auch der Wunsch nach einem eigenen Hof. Und dann hatten wir die Chance, den Wetterhof in Wankum zu kaufen und die Herde dann auch deutlich vergrößert haben. So dass wir an dem Punkt sind, wo wir heute sind, dass wir uns komplett selber mit Rindfleisch versorgen können. Walter und Wilhelm begeisterten sich schon lange für Rinder und Bullen. Dass sie diese züchten wollen, war ihnen aus folgendem Grund schnell klar. Bei den Rindern hat es immer fasziniert, dass es Wiederkäuer sind, wie Ziege und Schaf auch. Und der Wiederkäuer kann etwas, was der Mensch bis heute selber noch nicht kann, nämlich aus einer Pflanze, die für den Menschen vollkommen unbrauchbar ist, nämlich Gras, hochwertvolle Nahrungsmittel machen, nämlich Milch und Fleisch. Um die Zucht so natürlich und tierfreundlich wie möglich zu halten, besitzt die Metzgerei Thören keine eigene Molkerei, sondern züchtet nach dem Prinzip der Mutterkuhhaltung. Dabei werden die Kälber nicht wie sonst in der Branche üblich von der Mutter getrennt, sondern wachsen in der Herde gemeinsam auf der Weide auf. Die Milch der Mutterkühe bleibt für diejenigen, für die sie ursprünglich vorgesehen ist, den Kälbern. Wir haben uns für die Mutterkuhhaltung entschieden, weil das die natürlichste Form der Rinderhaltung ist. Unsere Tiere laufen Sommer wie Winter draußen, beziehungsweise haben auch einen Stall. Die können sich also selber entscheiden, ob sie im Stall wollen oder nicht. Aber sobald schönes Wetter ist, sind sie immer draußen, bewegen sich. Dadurch ist das Fleisch immer gut durchblutet und auch sehr geschmackvoll. Der Grundstein für das qualitativ hochwertige Fleisch, welches heute in der Theke liegt, wurde vor bereits 30 Jahren gelegt. Rinderzucht ist ein langwieriger Prozess. Denn um eine eigene Herde von 200 Tieren aufbauen zu können, bedarf es etlichen Generationen von namenhaften Zuchtbullen wie Revell, Uno, Tarzan und George. Alle drei Jahre brauchen wir einen neuen Bullen. Und das ist jedes Mal wieder spannend und interessant, einen neuen Bullen auszusuchen. A, von der Genetik her. B, wo bekommt man ihn her? Weil die Rasse ja so verbreitet nicht ist. Und wir haben immer großen Wert auf qualitativ hochwertige Bullen gelegt und haben somit auch tolle Genetik in unserer Herde. Eine große Anzahl an Tieren und fachmännisches Wissen ermöglichen die Auswahl der idealen Kälber für die weitere Zucht. Um dies festzustellen, wird ein Bewertungssystem benutzt. Die Tiere werden auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Dabei werden unter anderem auf Kriterien wie Rahmen, Bemuskelung und Skelett geachtet und aufgrund dessen eine Gesamtnote vergeben. Die Bullen der betriebsinternen Haltung erreichen dabei eine Bewertung von mindestens 7. Die Benotung spielt eine große Rolle für den Einkauf und die Zucht, da die Metzgerei damit ihren eigenen Anspruch auf Qualität gewährleisten, verifizieren und an die Kunden weitergeben kann. Als wir uns in den 80er Jahren entschieden haben, Rinder zu züchten, haben wir die Rasse Blonde Aquitaine kennengelernt, die damals in Deutschland vollkommen unbekannt war, aber in Frankreich damals schon als Label Rouge verkauft wurde. Also ein ganz, ganz hochwertiges, feinfaseriges Fleisch hat und mit leichten intramuskulären Fetteinlagerungen ein ganz geschmacklich tolles Fleisch hervorbringt. Das Herdenbuch wurde erst 1962 geschlossen. Das Blanc d'Aquitaine-Rind ist ein hervorragendes Fleischrind mit eigenen, von anderen Rassen unerreichten Eigenschaften, wie Fruchtbarkeit, Robustheit und hohe Fleischbildung, sodass bis zu 70% des Tieres verwendet werden können. Wir versuchen, die Tiere komplett zu verarbeiten. Wir verarbeiten sogar die Schwarten und die Knochen für Suppen und Soßen. Wenn die Rinder im Winter in den Ställen stehen, werden sie mit einer Maissilage gefüttert. Wie der Name schon sagt, ist der größte Bestandteil Mais aus eigenem Anbau. Der Anbau beginnt mit der Aussaat zwischen April und Mai, wenn die Temperatur beständig 10 Grad beträgt. Da keine Pestizide eingesetzt werden, muss während der 6 Reifephasen konstant darauf geachtet werden, dass die Pflanzen nicht von Schädlingen befallen werden. Ende Oktober folgt die Maisernte, bei der auch noch einiges schiefgehen kann. Sie besteht aus verschieden aneinandergereihten Arbeitsabläufen, welche zeitlich perfekt abgestimmt sein müssen. Zum Beispiel der Häcksler, der keine Pflanze stehen lassen darf, oder die Trecker, die im gleichmäßigen Abstand die Hänger auffüllen und zum Silo bringen müssen. Dort angekommen, verteilt ein weiterer Schlepper die Silage. Der Trecker fährt mit breiten Reifen und extra Gewicht immer wieder über den Mais, ein Vorgang, den man Verdichten nennt. Dabei wird die überflüssige Luft herausgepresst, damit sich keine Pilze oder Bakterien bilden können. Von jeder Fuhre wird eine Probe entnommen.
sodass man später eine Auskunft über die Qualität der gesamten Ernte geben kann. Nur so entsteht hochwertiges Tierfutter, welches lange haltbar ist. Uns ist unheimlich wichtig, dass die Flächen so groß sind, dass die Tiere auf der Fläche oder von der Fläche satt werden, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und zum anderen die Fläche so groß ist, dass der Dung der Tiere auf die Fläche ausgebracht werden kann. Dass so ein geschlossenes System ist und zueinander passt. Im Sinne einer nun mehr als 120 Jahre alten Tradition wird das Wissen der Metzgerei Thören von Generation zu Generation überliefert und erweitert. Die Leidenschaft und das Herzblut, welches in dem Familienunternehmen zu spüren ist, spiegelt sich in der Qualität der Produkte und der Zufriedenheit der Kundschaft wider. Unsere Philosophie war es immer, unseren Kunden ein ehrliches und hochqualitatives Produkt anzubieten, das zu einem fairen Preis. Darüber hinaus zu 100% transparent, von der Geburt bis auf den Teller nachvollziehbar, wo es herkommt.